So, an dieser Stelle, hallo an dieser Stelle zurück bei Ark Survival Evolved mit dem Chupacabra LP zusammen. Er ist schon am Aufnehmen und ich habe mein Mikrofon nicht aufgenommen. Das ist natürlich gut, Thomas. Das ist natürlich nice. Also wer wissen möchte, was ich davor alles erzählt habe, spannende, gruselige Geschichten und pornoröse Dinge, der muss mal bei dem Chuppi einschalten. Natürlich. Ich habe zu viel verpasst. Ja, ganz ohne viel. Kappa natürlich. Das ist Chuppi-Exclusive-Recht, ja. Er hat mich dafür bezahlt, dass er ein bisschen Attention bekommt. Na, Kätzchen? Du hast das auch vor dem Monitor, ne? Ja, das ist... Ark ist einfach cursed. Es ist einfach so. Das kann man nicht aufnehmen, ne? Wir haben wirklich nur Probleme, seit wir auch nur versuchen, irgendwas zu machen. Es soll einfach nicht sein, aber... Wir werden das Projekt raushauen wie sonst was hier. Wir probieren's. Wie kann ich eigentlich das abbrechen, eine Produktion? In deinem Inventar. Oh, weißt, Scheiße, da steht unten verbaut. Fertigungswarteschlange, da kannst du es abbrechen. Und im Inventar öffnen siehst du dann. Komisch. Ich glaube, wenn es mitten im Cast ist, kannst du glaube ich nicht abbrechen, nur die danach folgen. Ach so, okay, ja, na toll. Na, das ist räudig. Gut, ich brauche ein bisschen Holz und ein bisschen Faser und mein Bogen. Was richtig räudig ist, später hast du so elektrische Geräte. Mhm. Und wenn du da das Gerät einschaltest und es aus Versehen ausschaltest, während es läuft, wird deine Produktion A nicht fertiggestellt und B sind die Mats weg. Meinst du? Es sei denn, das haben sie gefixt. Ja, wahrscheinlich. Das ist Vollversion, das haben sie wahrscheinlich schon gefixt. Ja, ich meine, wir kennen ja alle Vollversionen wie PUBG, Dead by Daylight und Ark, ne? Das wird öffnen wir mal das Inventar von Thomas. Was kann er denn hier so machen? Immer noch ein bisschen Gewicht oder so. Ja, bei dem Chuppi hat man schon gesehen, dass der sich was getamed hat, der Gute. Bei mir nicht. Oh, ich habe mir mal ein Dodo gegönnt, einfach so. Weil ich dachte mir, witzig wäre. War gerade wieder einer der berüchtigten Standbilder. Ich find's faszinierend. Ich find Dodos ganz witzig, deswegen dachte ich mir so, ja, komm, gönnst du dir mal. Ja, gut. Und passt doch gut zu ihm, weil man sagen muss, Chuppi ist eigentlich auch schon so ein bisschen Dodo. Du bist Dodo, ja. So. Dann. So, lass mich raten. Raritäten des Waldes? Das. Was? Chuppi wird wahrscheinlich gleich wieder übertreiben, ne? Der muss irgendwas kompensieren. Was musst du denn kompensieren, Thomas? Meine Größe? Ja, genau das. Ja. So, lustigerweise muss man sagen, also als ich es noch gestreamt habe, war es so, dass die Leute Ark am meisten interessiert hat, so in dieser Anfangsphase. Die ersten Dinos tamen, die ersten Gebäude bauen. Echt? Wie die Base anfängt zuzunehmen. Und wie man dann, wenn man dann so Richtung Endgame Farming und sowas halt, das haben die Leute so gar keinen Bock drauf. War zumindest bei mir im Stream, ne? Wieso hatten die Leute keinen Bock mehr drauf? Weiß nicht, frag sie doch. Ist keine Umfrage gestartet? Nee, leider nicht. Was? 20 Decken sind safe nicht zu viel. Nee, du. Oh. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 7 Wände reicht erstmal jetzt. Erstmal stehen bleiben und warten, bis es gecraftet wird. Gut. In der letzten Folge sind wir übrigens, jetzt rede ich den Schuppi gerade rein, sorry. In der letzten Folge sind wir fast erfroren gegen Ende. Das ist ja ein richtiger Plot-Twist, dass wir nicht gestorben sind. Nein, hast du gerade die letzte Folge gespoilert? Ja, brutal. Also jeder, die letzte Folge noch nicht gesehen hat, ne, Guys? Das ist YouTube. Punkt Chupacabra. Oh, übrigens, der Chupacabra, ja, der ist gar nicht mehr so unbedeutend, wie ihr denken könntet, denn er bringt bald sein eigenes Spiel auf Steam raus. Das ist Chupacabra. Ja, ein eigenes Spiel kommt bald raus auf Steam, ja. Das ist mega nice eigentlich, habe ich mir angeschaut. Ja, gut. Hier Spoiler, 20 Decken wären zu viel gewesen. So, jetzt steht hier mein unglaubliches Traumhaus, oder? Das ist sick. Das ist nice.
Warum ist der Boden hier so schräg, dass ich safe keine... Ich würde jetzt gerne drumherum noch Fundamente setzen, deswegen mache ich mal kurz 4. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so laufen wird, wie ich es gerne hätte. Oh, sorry, das war vielleicht ein bisschen laut. Tja, ist nicht. Ja, nein, in OBS war. Oh. Gerade eben bin ich gerade aufgestanden von meinem Stuhl. So. Ja, dann kann ich verstehen, dass es laut ist. Fett wie du bist, ne? Natürlich, ja. Körpergewicht von 300 Kilo. So, was haben wir denn hier? Level Up haben wir bekommen. Und dann können wir dann gleich hier die Holzwand nehmen dann gleich und das Holzdach auch dann. Kann der Schrank noch nicht lernen? Holztürrahmen. Schrank kommt so spät, erst mit Level 16. Okay. So, ich brauche noch ein bisschen Stroh. Ich brauche Stroh. Wieso liegt denn Stroh? Aber die Foundations dann eigentlich gleich mit Holz ersetzen, leveln wir auch gut bei. Könnte nicht schaden. Was mache ich danach? Ich hasse diese Ruckler. Ich hasse diese Mini-Ruckler. Hasse sie einfach. Ich weiß nicht, ob ihr es raushört, aber ich glaube, der Chupi hasst diese Mini-Ruckler. Bin mir aber nicht sicher. Sind richtig räudig. Das Spielgefühl ist einfach so null. Ja? Und kann, also ich kann mich nicht in den Spiel reinversetzen, wenn diese Mini-Ruckler da entstehen. Ich aber nicht hin. Weil mich das so anpisst. Und speziell jetzt gerade nicht so, weißt du? Deswegen ist das halt richtig räudig, wenn ich die Mini-Ruckler habe. Es ist 90 FPS, habe ich gerade. Immer easy, ne? Naja, zack, 47 auf einmal. Und das ist halt ziemlich räudig, muss ich sagen. Gut. Was ist dann nächstes? Hier ist noch ein paar Mauern. Ich sehe schon safe heute, dass bei Chupi morgen irgendwie eine neue Grafikkarte ankommt über Overnight Express. Und dann zu mir sagt, ja Thomas, wollen wir aufnehmen? Und dann sag ich, ja, Chupi. Und dann sagt er, ja Thomas, wie viel FPS hast du so? Und dann sag ich, ja, so 49. Und du so? Ja, so 79. Und ja. Und welche Settings? Ja, episch, ne? Und dann hast du natürlich reingeschissen. Was habe ich denn reingeschissen? Der Stein aussieht bei mir gerade. Krissel, 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 krissel. So. Mann, ich brauche jetzt noch ein bisschen Holz. Dann mache ich hier noch eine Foundation. Holz. Dann mache ich das mal kurz weg hier. Ich meine, Haus steht aber natürlich immer wieder so. Ich mache gerne noch mal Foundations drumherum, so, weißt du? Aber das kann ich jetzt nicht, weil der Boden hier vorne so hoch ist, dass es nicht funktioniert. 1, 2, 3. Echt? Warte, ich muss das Bett hier abbauen. So, dann mache ich mal die Foundation hier. Hier. Und hier. Ach, Dodo. Komm her, und zack, werfen. Nummer 6. Hey, wir haben einen Dodo klaut. Ich catch ihn. Easy. Hui. Oh, fuck. Ich hab ein Level abbekommen. Warte, Gewicht kann ich 200 schon machen. Ne? Fast so wie viel Thomas. Warte, mein Gewicht geleakt. Holzrampe. Ja, ich bin auch eine Holzrampe. Echt, du hast 200 Kilo schon? Das geht doch. Holz. Am linken Bein. Am linken Bein. Dein Unterarm. Ja. So. Brauche ich das so hin? Ich glaube, meine Nase mal ein bisschen zu. Ja. Wie sieht's denn mit den Fasern aus? Ja, mit denen sieht's schlecht aus. Das habe ich vermutet. Ach, ja, scheiße, das wollte ich Fasern gar nicht bauen. Wäre cool, wenn wir schon eine sicher hätten. Aber das wird auch noch eine Weile dauern. Wie wollte ich das jetzt eigentlich machen? Ich wollte das so machen. Ich wollte das so machen. So machen. Und so. Ja, da machst du bei deiner Folge einfach ein bisschen Überlänge, ne? Damit ich dann auch auf die 20 Minuten komme, ne? Ja, Häusle Werbung schalten, ne? Wobei, ja, wir machen ja so 20 bis 30. Ich meine, was sind 20 Minuten? Kaum was, ne? Seit ein paar Mal im Busch krabbeln. Foundation setzen und die Zeit ist rum. Oh lol, da ist auch Asche drin. Okay. So, das heißt, ich kann jetzt hier gleich. Oh, wo ist das denn? Oh nein, nicht in, da in Herstellung. Ich versuche mir gerade mal einen Affen klar zu machen. Nice, Mesopithecus. Ich hab's aber nicht hingekriegt vorhin. Ja, wenn er sich jetzt umdreht und auf einmal. Wah!
Da habe ich auch verkackt, weil sobald die sich erschrecken, kannst du knicken. Ach echt? Also ja. Wenn du die erschreckst, dann ist vorbei, oder was? Richtig. Sobald sie rennen oder wah, machen dann ist over. Wow. Was ist das aber räudig? Und das warten, bis sie sich wieder chillen. Echt, man muss sie echt warten. Man muss echt warten, bis sie sich wieder beruhigen. Ja. Easy, benenne deinen Mesopithecus. Also, da weiß ich, wie ich ihn nenne. Ich weiß nicht, ich habe so ein Stufe, ich habe so ein Gefühl, dass ich ungefähr weiß, wie er seinen Affen nennen wird. Weiß aber nicht, wie ich jetzt so verhalten. Ich würde gerne aggressiv. Das passiv und fliehen. Ach was, die fliehen jetzt sogar auch. Das finde ich gut, weil vorher bei passiv standen die einfach dumm rum und haben sich töten lassen. Das ist nicht gut. So, nein, ich werde angegriffen. Da müsste jetzt so ein Heubein vorbeifliegen, so wie im Westerfilm. So. So, ja, aber easy getamed mit dreimal Mecho-Bären. Gar kein Problem. Echt, das war's? Mehr brauchst du nicht für den? Ja. Oh, lol. Lol. Solo den Moshops getamed mit einer Beere. Nicht den, sondern... Nennst du alle deine Tiere eigentlich? Oh ja, dann nenn ich. Okay, gut. Wollen wir eigentlich irgendwelche Special-Sachen hintermachen? Oder wer kennt das schon an den Namen, ne? Ist nicht irgendwie so ein S oder ein C dahinter machen, um zu wissen, wessen Dino was ist. Nee, naja. Wollten wir denn irgendwann schon machen für später dann? Hm. Oder? Ja, sehen wir dann. Also, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was der Buddy hier kann. Was, reiten? Easy! Was? Ich komm mal zu dir geritten, Chuppi. Kannst du ihn reiten? So, du wirst zugeben müssen, ich sehe sehr erotisch aus. Bist du nicht, ich sehe dich gar nicht. Wie bei deinem Haus gerade. Ja. Oh, mit einer Ausdauer, ne? Oh, lol. Und lag wieder, und lag wieder. Ich könnte den PC einschlagen. What the hell? Das sieht richtig sexy aus, muss ich sagen. Den kannst du reiten ohne Sattel? Ja. Den hat der Level up. Hab den Fake Arnold, heißt das mal. Easy. Ich hab mir gedacht, irgendwie so kleines, schleimiges, kriechendes Etwas. Irgendwie habe ich dann. Was ein paar Muskeln hat, oder? Was mich tragen kann, weißt. Das ist schon so. Habe ich irgendwie an Arnie gedacht. Richtig räudig, wenn du musst. Du kannst, glaube ich, kämpfen, oder? Wie viel AP hast du denn? Du hast einen Nahkampfschaden von 134%. Interessant. Du hast einen AP von 500. Ja, ich lasse dich mal auf neutral. Aber du folgst mir bitte nicht. Arnold? Arnold ist übrigens weiblich. Ah, dann kann ich das nicht Arnold nennen lassen. Wie er einfach ein weibliches Ding Arnold nennt. Option. Namen ändern. Und dann ist das schon eine Mary. Ja, doch. Deutlich. Das ist schon eine Mary. Sieht so aus. Kappa. Also, weiß nicht, wenn ich dem Tierchen ins Gesicht gucke, sehe ich eine Mary. Das ist halt gut. Okay. So das. Fasern habe ich wieder genug, nur Stroh und Holz nicht. Jetzt ich dachte, jetzt kommt Tux oder sowas. Nee, nee, Tuxi wird noch kommen, aber. Der Tuxi ist ein spezielles Tier, oder? Der Tuxi muss schon was Spezielles werden. Halt wieder das Pferd in Zelda, mein erstes Pferd. Tuxi die Stute, ne? Was? Tuxi die Stute. Das klingt so gut. Die Samen würde ich erstmal alle droppen. Gucken mich nicht. Oh. Ja. Man fühlt ihn gerade nicht so gut im Zähmen oder so oder sonst was. Du bist nicht so gut im Zähmen. Nope. Speziell weiß ich nicht, was die da meisten Dinos wollen oder so. Ja, das ist aber halb so wild. Ich bin ja auch da, Chuppi. Bin ich beraten. Ein persönlicher Berater. Kostet allerdings, also für eine professionelle Beratung musst du mir schon Dinosaurier ausliefern. Das ist klar. Es wird hier Wirtschaftsschule, Schuppi.
Ja, natürlich. Kann die Viecher nicht aussortieren? So, was können wir denn hier jetzt bauen? Ich kann eine Holzrampe machen. Wenn ich ja Lystrosaurus. Nehme ich den auch einfach mal eiskalt durch. Und der Server läuft natürlich weiter, das heißt, wir sollten auf jeden Fall Futtertrog lernen. Was ist ein Futtertrog? Ah, da essen die Tiere selbstständig draus, die in der Umgebung stehen. Weil deine Tiere können logischerweise auch verhungern. Das dauert zwar eine Weile, aber deine Tiere können verhungern. Was ist eigentlich der erste Sattel, den ich lernen sollte? Also ich finde, das ist natürlich immer Ansichtssache. Viele finden zum Beispiel einen Parasaurus. Allein schon, weil er halt ein Lappen ist zum Tame. Und gut was tragen kann und auch gar nicht so langsam läuft. Die Nuchchen, aber ich finde immer, das ist der Raptor. Sobald du einen Fleischfresser in deinem Besitz hast, fängt das Spiel erst so richtig. Echt, findest du? Ja, da geht's erst los. Also, aber Raptor kommt eh bald, ne? Du siehst nicht mehr so weit. So, aber dann ein Lystrosaurus. Kenn ich? Kommt's. Dreichel. Hey. Oh. Mojo. Du kleines. Das ist ein Brathuhn, Mann. Eindeutig. Ich gucke, wobei ein Prato müsste eigentlich Dodo sein. Ja, logischerweise. Dann ist das hier der Hauptfull. Mit Null war das ja, ne? Hauptfull. Das ist der Haupt. So, Holz. Kommst du Haupt? GeForce Game Ready Driver ist verfügbar. Danke, das wollte ich jetzt. Nice. Da wollte ich jetzt unbedingt, dass mir das ins Bild huscht. Sieht man zwar in der Aufnahme nicht. Aber. Junge Hauptfull, ne? Stell dich mal nicht blöder an, als du bist. Beweg dich. Komm jetzt zu deinem großen Bruder, der passt auf dich auf. Deinem großen Bruder Mary. Was? Bleibst du jetzt da? Ach, ich brauche einen Untergrund dafür, okay, ja, scheiße. Ich nehme an, ich muss dem auch ein paar Beeren geben. Aber wie kann ich denn so ein Unterfundament machen, dass ich das so rüberbauen kann dazu? Was brauche ich dazu eigentlich? Oh, was meinst du? Ich will etwas weiter über den Boden bauen. Beispiel hier, das ist Ding ja, zum Beispiel nach oben. Ja? Weißt du, was ich meine? Müsstest du eine Rampe und dann als Boden ein Ceiling. Wie heißt denn das auf Deutsch, Mann? Decke. Es gibt, glaube ich, eine Rampe gibt es nur in Holz. Also es gibt keine Rampe. Habe ich gerade im Inventar. Dann musst du das so machen. Ich glaube, anders kriegst du das nicht hin. Und wenn du zu weit weg bist von deiner Foundation am Boden, ja, dann kannst du auch nicht mehr bauen. Deswegen wirst du dann irgendwann Pfeiler brauchen. Ja, wie Pfeiler? Wann krieg ich die Pfeiler? Ja. Gute Frage. Ja, ab 12. Ist neben 11? Der Rampe direkt, Holzpfeiler. Direkt rechts neben der Rampe. Lol, ich brauche aber nur 9 Punkte, fuck. Ja gut. So, ich habe noch 19 Punkte, ich gucke jetzt hier auch mal. Die Rampe brauchen wir so oder so und die kostet nur 3. Die nehmen wir mal mit. Holzbarrikade finde ich auch immer cool. Genau wie Pfeiler und Zement ist Pflicht. Wieso, was ist an Zement so wichtig? Brauchst du später für alles mögliche. Deine Häuser zu verputzen. Ne? Kann man Häuser verputzen, oder wie? Ja, wenn du halt deine Metallhäuser baust, brauchst du halt einfach. Okay. Ja, ich kann noch keinen Raptor-Sattel, der kommt. Also früher kam er immer erst mit 15, jetzt kommt er, glaube ich, erst mit 20 sogar. Haben sie mal ein bisschen hochgeschraubt gehabt. Das ist ein Schildkrötensattel, den werde ich nicht lernen. Kann der nicht jetzt mit Dachschrägen. So. Habe ich noch 7 Punkte. Patschi-Sattel. Den nehmen wir. Ah, ne, kann ich ja nicht erinnern. Nevermind. So. Ich brauche noch eine Foundation. Ich wollte auch noch Foundations machen. Ich brauche noch Fasern für die Foundation. Ja, die habe ich zum Glück gefarmt gehabt. Oh, easy. Oh, Tame geht ziemlich schnell, muss man einfach sagen. Ja, du hast ja auch auf Dings mal 10. Alter, ein Raptor! Hilf mir, Dino! Hilf mir, Dino! Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Komm mal.
Oh, das ist schön. Hopeful was ist fast tot. Aber oh, Hope ist tot. Mary rennt weg. Die Mary einfach wegrennt. Hope, du hast dich geopfert, ich... Wie ich, Thomas hier zu Hilfe gekommen ist, ne? Das ist der scheiß Dodo. Ja, willst du bitte den Loot mitnehmen? Oh, ich bin am Verhungern. Oh, das ist... Ja, Hope, es war schön mit dir. Aber Hope hat dich verteidigt bis zum letzten Mann, ne? Und wie langsam Mary dahinterher stürzt. Leute, Mary sollte kämpfen, ist Mary... Mary ist doch auf neutral. Nee, Aggressionslevel, greife Ziel an. Ah, oh, stark. Ja, also, geil. Mary, dafür sterilisiere ich dich. Ja, man kann das Dino sterilisieren übrigens. Das ist auf einem neuen Level, Mann. Ich wollte gerade Fasern sammeln und davon kommt Thomas und sagt, der ist ein Raptor. Ja, ich drehe mich um auf einmal nur. Habe ich erstmal eine in die Fresse gekriegt, da denke ich mir, was ist das denn? Da steht einfach so ein scheiß Raptor, Mann. Wenn ich Betäubungspfeile gehabt hätte, hätte ich mir erstmal wahrscheinlich welche gestorben. Hey, wie Mary sich freut. Kannst du Thomas mal rüberschicken? Ich kann ihn dir rüberschmeißen. Bitte. Wieso kann ich ihn nicht nehmen jetzt? Du musst ihn packen mit dir. Nee. Was? Inventar öffnen. Kannst du Thomas nicht mehr packen? Komm her, Thomas. Komm her, Mann. Du musst nicht bei dem anderen Thomas sein. Komm her. Ich muss dich nicht mit ihm packen lassen. Sein. Was sagst du dazu, Mary, ha? Mary, du sollst übrigens gerade, ne? Hope war auf Passiv. Er war ein unschuldiges kleines Baby, Mary. Erst spielst du mit Hope mir und B hier nicht Rocket League mit und jetzt lässt du Hope sterben? Was bist du für ein Mensch? So. Wie der Kaktin einfach nur sagen, ich guck. Vor allem, was bist du für ein Mensch, zu einem Dino zu sein? Der Dino guckt dich aber nur schräg an, ne? Was willst du, Mensch? Aber kein Schiss. Ich brauche eine Menge Holz, ey. Ich brauche eine Menge Holz vor der Hütte. Und du auch? Ja. Oh. So, ich hole mir das Kackvieh hier mal. Was ist denn das für ein Ding hier? Oh, Level Up. Ich war jetzt traurig, dass ich dachte, Hope war der, auf den ich reiten konnte, weil ich halt gedacht habe, ich hätte Mary auf neutral gestellt und dass sie mir hilft, deswegen bin ich hier hingelaufen. Aber ich habe auch mein Ziel angreifen gemacht, warum ist sie dann weggelaufen? Das ist die Frage. Was interessant, ist mit Oviraptor, was essen die? Ah ja. Lächerlich. Das wird aber relativ easy für dich, wenn du ein paar Dodos hast, weil die droppen so viel Eier. Ich habe nur einen Dodo. Das bist du, Thomas. Später, Chuppi, später. Achso, okay. Warum hast du gerade Holz? Ich kriege Erfahrungspunkte. Ja, ich habe gerade Holz. Voll erschrocken, ja. Ich so sind, tap, die, tap, tap, tap. Sind die Parasauren aggressiv, nee, oder? Ja, wenn du die anschießt, dann rennen die weg. Ja, das sind Pflanzenfresser. Oder? Ja, Pflanzenfresser, die können sich durchaus verteidigen. Irgendwie der Triceratops wahrscheinlich, ne? Richtig. Oder der Stego. Oder ein Mammut. So, hier noch ein paar Fasern sammeln. Ich farme jetzt einfach mega viele Fasern. Und dann gehe ich zurück und gehe jetzt einfach in meine Kiste. Mach ich einfach so. Ich hatte auch immer eine Kiste und die habe ich dann immer so beschriftet, so. Also da waren Fasern, da Holz. Hast du die Kiste auch schon gehabt, eigentlich? Also Kiste dann. Nee, habe ich noch nicht gelernt. Habe ich tatsächlich noch nicht gelernt. Da. Aber diese Standbilder eben mal ganz kurz, cool. Diese Mini-Ruckler. Bei mir geht's gerade einigermaßen, aber ich habe die Schatten halt auch aus. Ich glaube, das sind die Schatten irgendwie, die machen echt Probleme. Ja. Dann. Pickt euch Schatten. Dann mach mal Umgebungsschatten niedrig. Aus. Umgebungsschatten niedrig. Und entfernte Schatten aus. Außen. Anwenden. Das sieht gut aus. Das sieht richtig sick aus. Aber wenn die Mini-Ruckler weg sind davon, dann spiele ich in der Auflösung. Dann sorry guys, falls es da nicht so gut aussieht, aber diese Mini-Ruckler, da könnte ich wirklich meinen Bildschirm durchschlagen, oder? Ihr könnt es euch so vorstellen, wenn ihr einen Butterbrot streichelt. Und so, Chupi, okay.
Das kennt man ja, ne? Das macht man jeden Morgen, ne? Also ich esse kein Butter, ich streichle es immer, ja? Erstmal aufstehen und ein Butterbrot streicheln. Ihr kennt das ja, wenn ihr eine Butter aus dem Kühlschrank nehmt, ja? Für alle Butteresser natürlich von euch. Aus dem Kühlschrank nehmt und ihr die noch kalt, so mega kalt und so mega hart, ja? Und ihr auf den Toast streichen wollt, also streicheln, ja? Wollt, ja? Und das dann euren Toast komplett kaputt macht, ja? Genau so ist dieses Spielgefühl gerade. Wie ein kaputter Toast. Fasern habe ich genug jetzt, das heißt, ich kann jetzt auch das die First World Problems. Ich bin am Verhungern. Ich habe hier Essen bei mir. Ja, sponserst du mir? Sponserst du mir einen Snack? Am Feuer. In dem Feuer, ja. Wie nimmt man denn nochmal ein paar mit? Rechtsklick für weitere? Links einfach Doppelklick drauf. Betragen. Muss nicht alles mitnehmen. Du kannst immer einen Doppelklick machen, um eins zu machen. Ja, irgendwie konnte man das auch ganz gut mit Steuerung. Ganz gut splitten, aber ich. Kannst du doch mit Steuerung oder das Problem? Ich habe halt auch schon lange keinen Ark mehr gespielt, muss ich sagen. Aber gerade ist es wieder schön, in Ark zu sein für mich, muss ich gestehen. Ich bin wieder ein bisschen angefixt. Ja? Weil mit Schuppi mal das Spiel zu spielen, ich meine, das wird später ein Spaß, wenn wir uns einen Quetzel besorgen. Wer mal bei mir im Stream dabei war, also der Chupacabra war auf jeden Fall im Stream und hat zugesehen. Natürlich, aber soll ich das verpasst hätte, man. Und der weiß, kann einiges schief gehen. Aber gut, das Onstream, was du machst. Ja, aber jetzt müsstest du dir das Ganze mal. Wieso? Das müsstest du dir das Ganze mal vorstellen als Let's Play. Du fliegst 30 Minuten hinterher. Let's Play Ende. Let's Play Ende. Wenn am Anfang des anderen, anderen Folge, dann fliegen wir beide vom fucking Quetzel runter. Wenn ich Quetzel, sag ich schon, von unserem Greifen. Dino. Von unserem Greifen wahrscheinlich, ja. Dieser Oviraptor, ich hau den gleich an, Mann, der erschreckt mich die ganze Zeit. Ich brauch zwei, ich brauch glaube ich zwei. Soll ich mir eigentlich einen Bogen noch nicht? Sag mal, was ist denn los? Mann? Du hast noch keinen Bogen gecraftet? Ich auch noch nicht. So. Dann brauche ich jetzt eigentlich. Was brauche ich jetzt? Ich hatte mir vorhin schon Pfeile gecraftet, aber keinen Bogen. Du bist natürlich vorteilhaft. Ich brauche jetzt auf jeden Fall Leder, ich muss irgendwas erlegen. Triceratops-Sattel kann ich mir machen. Also Sauli geht jetzt auf die Jagd. Mein Schrank. Mein Ziel ist dieser Parasaurus. Ich erstmal in den Kopf schieße und der erste Schuss direkt desink. Das ist auch noch etwas, was du lernen willst, Chubby. Was denn? Es gibt desink in Ark. Was ist desink? Oft ist das so, dass der erste Pfeil einfach vom Server verschluckt wird. Auch Betäubungspfeile. Oh, das ist natürlich vorteilhaft. Ich brauche ein bisschen Holz für meine. Alter, der Parasaurus hat mich voll weggetreut, man. Der hat mich outmoved. Wieder große Stein neben deinem Haus weg ist, aber man den hat's dann abgebaut. Ja. Aber wie, du baust mir deine Steine hier ab, ne? Ja, Chubby, ne? Weiß Bescheid. Nee, ich brauch die, ich will die umbauen. Deswegen habe ich auch gefragt nach. 94, siehst du, ich habe 94 Leder und 36 Fleisch bekommen. Und einen Parasaurus. Kannst du das Fleisch ranlegen? Yep. Liegt drin. Nice, danke. Was noch ein Parasaurus? Den würde ich jetzt aber nicht töten. Ich würde mir nämlich nur Mortar and Pestle machen. Gut, dann gebe ich das mal in meine Kiste da rein. Upsi. Das Holz kann ich da reingeben, dabei. Die 200 Fasern kann ich dabei da reingeben. Auf verdorbene Fleisch. Leder. So, was will ich da herstellen? Das da. Noch ein Holzpfeiler. Und noch eine Kiste. Lass mal warten stehen. Oh, liebe Mary, Mary, gib mir mal bitte das Gammelfleisch. Das kann ich nämlich gerade gebrauchen. Splitte ich das restliche Fleisch, was ich im Inventar habe, damit alles schlecht wird. Und dann fange ich an, Narcotics zu machen. Und dann lerne ich hoffentlich bald Narkosepfeile. Ja. Hast du schon, oder will? Narkosepfeile? Kannst du schon lernen, oder will? Ob nicht. Guck mal. Ich mal ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit gehen. Aber ich könnte mir eine große Mittel auch herstellen. Eine Mörsel und Stößel sollte ich mal machen. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Was haben wir hier? Wir können jetzt Wasserleitungen lernen. Aber ich mache natürlich. Ich kann dir noch was geben. Ich mache uns erstmal Pfeile.
noch was geben, wenn du Leder brauchst. Das lerne ich erstmal in den Schrank. Ist klar. Und ich Lederrüstung ist natürlich gut. Hier, guck mal, Kompost. Soll ich schon einen Kompostbehälter? Kompost. Ah. Ja, komm. Wir haben schon mal einen Kompostbehälter. Kiespulver nehmen wir auch gleich mit. So, was, wo ist denn jetzt ein Dino? Ich brauche einen Dino. Hätte ich auch Leder geben können, aber kannst du ruhig auf die Jagd gehen. Ich will den Dino zerlegen können. Oh gut, wenn du Tötungsbrut hast, dann bitte. Ihr habt ja gehört, er ist nicht ganz so ausgeglichen gerade, ne? Übrigens auch mittlerweile bei 30 Minuten. Ich bin schon bei 34 Minuten. Und willst du vielleicht in der nächsten Folge jagen gehen? Thomas, please help me, please help me, please help me, please help me. Alter. Alter, Mary, renn doch nicht weg! Was ist das für ein Teil, Mann? Hilf mir, Chuppi! Ich lieg am Boden. Ich bin ausgenockt. Level 112. Der ist 112. Fucking Level 112. Mary wird sterben. wieso ist mein Affe! An Thomas, wieso hatte der rote Augen? Ja, das ist ein netter. Also ich spawn mal bei meinem Bett. Ich spawn mal beim Schlafen. Ich höre da gerade was. Das Vieh bearbeitet irgendwen. Das isst uns, glaube ich, auf. Ich glaube, das Vieh tötet gerade unsere Dinos. Mary lebt noch. Ja, Mary rennt weg. Wo ist mein Loot? Ich rette dich, Mary. Wo ist dieser Dino eigentlich? Der hat rote Augen, ne? Nebenbei wollte ich nur sagen. Ist das ein Alpha gewesen? Mann. Warte, ich hol mir gleich mein Loot, ne? Ich kann gerade nicht. Oh lol. Was ist das für ein Teil, Thomas? Ich kenn's leider nicht. Good to know, Mann. Good to know. Mary tot? Nein, Mary ist weggelaufen, wie immer. Also selbst wenn man Mary auf neutral stellt, wo ist sie hin, Alter? Warte, die sind die Walachei gelaufen, Mann. Mary? Drück mal J. Mit J pfeifst du so, dass alle Dinos in der Umgebung dir folgen. Wie wir Loot haben, aber es ist so nah an meinem Loot dran. Und ich sehe seine Augen von hier. Mann, ich könnte ihn weglocken, aber dann tötet er mich. Egal, mein Loot verschwindet eh nicht, oder? Doch, doch. Der hält nicht ewig. Vor 5 Minuten Leiche, oder so. Das ist meine Leiche, ne? Erfahrungspunkte dafür kriege ich, dass du meine Leiche schändest. Aber Chuppi, wir sind bei 32 Minuten. Wollen wir jetzt hier die Folge beenden und... Ich will mein Loot noch haben, da können wir vielleicht beenden, ja. Okay. Das Problem ist, das Vieh ist super schnell. Du liegst da vorne, oder was? Bei den Sand, bei den Rucksäcken. Ja. Ich weiß nicht, wie viel HP diese kleinen Scheißviecher haben. Das ist Level 112, ne, ich mein. Inventar öffnen. Bam. Ich habe mein... Thomas. Es ist bei dir. Hast du es? Ich bin zumindest ein paar Pfeile in den Kopf geschossen. Jetzt muss ich auf Respawn warten, oder was? Wie soll ich das bitte machen? Ich muss das Respawn zufälliger Ort machen, weil mein Bett noch Cooldown hat. Du kannst durch meinen Schlafsack... Verschwindet noch einmal. Oh Gott. Ich habe mir ein Bett bauen sollen. Gut, dann schau ich mal auf die Karte. Wo bin ich? Ich hätte mir unseren Ort markieren sollen. ja. So, aber irgendwo... Das sieht vielleicht nicht so gut aus für uns gerade. Ja, da hat die Folge natürlich gleich Überlänge, ja. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Leder holen. Hat dann einen High-Leveler rangeholt. Glücklicherweise muss man aber sagen, dass ich dadurch jetzt weiß, dass die Einstellung, die ich vorgenommen habe, sprich die... ein Ei von einem Carbon... Ja, nehme ich mit. Soll mich doch aggressiv die Schildkröten verfolgen, juck ich nicht. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe mich verlaufen. Mann, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ach, doch. Jetzt war so Thomas, das in seine Sprecherstimme hier. Aber nicht gerade verlaufen. So, hier ist ein Strahl. Chuppi, ich glaube, ich finde nicht mehr zu uns. Ich habe
Keine Ahnung. Sonne, kann ich die Sonne geht auf sagen? Und das sieht sehr fancy bei aus. 80 und x ist 80 und y ist 75. Okay. Die Folge hat hier einen Cut, weil sie ein bisschen länger gedauert hat. Ich hoffe, das kommt in Zukunft nicht mehr vor. Ich entschuldige mich dafür und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Genau hier, wo wir jetzt aufgehört haben. Tschüssi.